So, zurück im B6. Kurz Revue passieren lassen heute den Tag. Wir waren heute mit Roswitha an einem abgelegenen Strand und waren noch relativ, wir waren sehr gut essen. So eine Art All You Can Eat für 10 Euro. Offenes Buffet natürlich, aber war echt Wahnsinn. Also wir haben uns da gut den Magen vollgehauen und ja, aber satt sind wir wirklich, also sind wir eigentlich immer noch nicht. Also wir waren eben noch bei Mercadona Fleisch holen und werden gleich wahrscheinlich schon was auf den Grill schmeißen. Der Patrick, der ist jetzt noch ein bisschen Jogging machen, also ein bisschen laufen. Wir haben, wie gesagt, heute Dienstag. Wir fahren am Freitag Nachmittag oder am frühen Abend fahren wir ab. Und ja, wenn ich jetzt so hier an die Zeit denke oder sagen wir mal an die letzten Wochen denke, dann fühle ich mich eigentlich sehr gut. Also das ist ein Gefühl, was ich seit langem nicht mehr hatte. Vor allen Dingen, weil ich mit meinem besten Kumpel jetzt nochmal hier in Peñíscola bin, in unserem Zuhause sozusagen. Und hat mir echt, oder bedeutet mir noch relativ viel. Gerade so die Rückblicke, die wir halt auch machen hier oder die wir halt sehen, die wir verfilmen zum Teil. Also sprich, an einigen Orten, die wir sind, wie zum Beispiel an der Bucht oder so. Also ist schon sehr sentimental, wenn man überlegt, dass wir 2004 im Jahr 2006 schon mal hier waren. Und was für schöne Aufnahmen oder allgemein schöne Zeiten wir hier erlebt haben. Also Peñíscola ist für mich oder beziehungsweise für uns wirklich ein fernes Zuhause. Und ich glaube, es ist auch egal, welche Probleme im Leben auf uns zukommen werden, auch wieder bei uns zu Hause. Wir haben hier immer unseren kleinen Ort, wo wir uns hin verziehen können und wo wir wissen halt, dieser Ort, der gehört uns, das sind wir. Und ich denke mal, das ist was man wirklich zu schätzen wissen muss. Das gibt es nicht überall, viele wissen sowas gar nicht zu schätzen. Und ich denke mal, allein wenn man mit seinem besten Kumpel sowas teilen kann oder im Grunde, wenn man da dasselbe fühlt, dann ist es schon eine schöne Sache im Leben. Also ich denke mal, es gibt wenig Sachen im Leben, wo man sich drauf freuen kann. Ich sag mal, es ist halt wirklich so, dass es heißt ja immer, wahre Freundschaft hält auf ewig, aber es gibt halt gewisse Höhen und Tiefen, die da mal eintreten. Aber wenn man dann trotzdem nach all den Jahren, wirklich nach all den Jahren, wieder hierhin zurückkommen kann und an einem Ort mit zwei Mann wirklich dasselbe fühlt, das ist eigentlich unbeschreiblich. Und man weiß eigentlich wirklich, wenn man so eine Situation hat und man fühlt, wie gesagt, wirklich das Gleiche. Man ist emotionsmäßig so geladen und jeder weiß wirklich, was der andere denkt. Dann denke ich mal, dann kann man das Freundschaft nennen.